Heute ist es soweit. Heute will ich an eure Kohle. Was heißt will? Ich muss. Nee, ich muss auch nicht. Ach. Alles ganz schön blöde. Tja, ne? Wie sagt man das jetzt? Also es geht um Folgendes, ne? Die letzten 3 Jahre habe ich ja so mehr oder minder hier nur in diesen Katakomben verbracht. Bin nur mal rausgekommen, wenn mich irgendwohin jemand eingeladen hat und dann die Fahrtkosten auch übernommen hat. Weil, tja, als Hartz-IVler, ihr wisst ja, was man da so hat, ne? Seit Mai bin ich, nee, seit Juni, Juni, habe ich es jetzt geschafft, eine Selbstständigkeit anzumelden. Yeah, offiziell. Naja, so halb selbstständig zumindest, ne? Also die Kohle, was ich da mit den paar Kröten mit YouTube verdient, sind um die 200 Kröten momentan, ne? So dass ihr mal einen Überblick habt. Die werden jetzt gegengerechnet und am Ende habe ich genauso viel wie ein Hartz-IV-Empfänger. Tja, vor kurzem habe ich dann ein Auto bekommen. Ich habe mir eigentlich vor Jahren geschworen, nie wieder so ein komisches Ding zu fahren, was Erdöl braucht, ne? Womit Kriege finanziert werden, weil das ja eigentlich das ist, was uns richtig gefangen genommen hat. Wir haben alle Grenzen aufgemacht, aber ja, entweder hast du einen Job und ein Auto, hast du keine Zeit, um wohin zu fahren, oder du hast keinen Job, kein Geld für ein Auto und kommst auch nirgendwo hin, bist da auch gefangen. Ne? Top gemacht, einwandfrei. Vielleicht können wir das irgendwie durchbrechen, ich weiß es nicht. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich gerne mit unterstützen. Oberstützen? Unterstützen. Ah. Ja, was habe ich vor? Also eigentlich schon die ganzen letzten Jahre vorhab. Und zwar, ich brauche Kontakte zu den Menschen. Auf alle Fälle. Also ich gehe hier wirklich ein. Das kann so nicht mehr weitergehen. Ich muss mal wieder einen Job suchen. Ne? Aber mein Job ist ja eigentlich das, was ich gerade mache. Und ich glaube, das mache ich nicht so verkehrt. Ja, wenn ihr möchtet, dass ich mein Auto anmelden kann, dass ich es versichern kann, dass ich rumfahren kann zu euch, dass ich euch zu Hause helfen kann, natürlich dann kostenlos, ne, wenn ihr auf dem Wege dann schon was gegeben habt, dann wäre ich eine ganze Spur glücklicher. Probieren wir's.